Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Das muss ich ja noch beenden, bevor ich den nächsten Satz anfange. Wir sind in Alexandria angekommen und müssen jetzt die erste Aufgabe machen, nämlich in die Bibliothek da im nördlichen Sektor gehen. Also bleibt dran. Klettern wir mal vernünftig runter. Dass wir hier nicht die ganze Zeit verrecken. Weil wir haben ganz schön Schaden eingesteckt. Wie können wir den dann wieder aufpeppen? Inventar, haben wir nicht irgendwas, um uns hier zu heilen? Gibt es keine Heiler? Vielleicht reisen, wenn wir Schnellreisen machen. Vielleicht heilen wir dann ja mal. Willst du dein Spiel mit coolen Gegenständen verbessern? Brauchen wir nicht. Kriegen wir genug? Haben wir auch schon. Versteckte Klinge, rüste deine versteckten Klinge auf, um ihre Schaden anzurichten. Ihr Gegner mit höheren Stufen aus. Naja, alles später. Ne, wir haben trotzdem nicht mehr Heilung. Wie heilen wir uns denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Fähigkeiten. Was bist du denn? Schlaf. Gibt es nicht irgendwo ein Heilsymbol? Rauchgranaten. Ich sehe nichts, was mir hilft zu heilen. Hier können wir leider auch nichts machen. Aber nichts Besseres erstmal, ne? Nee. Alles schlechter. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich überlege gerade, was ich da hinten ja so einen langen Stab habe. Das ist der zweite... Bogen, jetzt habe ich es. Die Schlange bekommt eine Antwort. Jetzt müssen wir da nur reinkommen. Die große Bibliothek von Alexandria. Der Leuchtturm sieht schon geil aus, ne? Fett. Hier ist ein Feuer. Idiot. Idiot? Hast du mich als Idiot bezeichnet? Können wir mal einen Vogel holen. Auf jeden Fall eine versteckte Schriftrolle. Ich denke, hier kommen wir auch nicht rein. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Ich hoffe, es ist ein Eingang und nicht nur ein Durchgang. Ich finde ja, Phanos redet zu viel. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Er hat interessante Ideen. Boah, ich muss mal leiser machen. Was beängstigend. Er hat es auf jeden Fall irgendwo geblinkt. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Über das Museum. Geteiltes Tal. Gut, die war einfach zu finden. Bin ich mal gespannt. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Arya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn.
Ah. Du bist frei, oder? Klappe. Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. War der Hund von Hades, ne? Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Können wir ankommen. Es rennt doch nicht über die Straße, aber lustig mit Zebrastreifen. Da, das ist Phanos. Ihr glaubt, er sei ein Poet. Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Okay, die ist wohl wahrscheinlich irgendwo unten im Keller oder so versteckt. Ich scanne mal kurz. Mitnehmen können wir nichts. Geblinkt hat auch nichts. Genau da! Komm ich denn da rein? Hab etwas Vertrauen. Nee. Komm ich denn da rein? Soll ich da hochklettern? Ja, da ist was offen. Da 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 da. Alter Schwede. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich hier oben lang laufe. Na gut, ist eh vorbei mit dem Wasser. Interessant. Alte Katakomben auf jeden Fall. Ich hab dich vermisst. Ey, jugendfrei bleiben. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Wo seine Geliebte? Die ja, man sieht es nicht durch den Klamotten, ne? Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Immerhin. Was machen die denn da? Ach, der kriegt eine vernünftige Frisur. Ist ja mein was. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Als ob.
Geschickt den Liebesakt umspielt. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zum Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Das ist dieser Handschuh, ne? Endlich kriegen wir einen auch mal. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Jetzt haben wir unsere typische Waffe. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Okay, empfohlene Stufe. Ups, da wollte ich gar nicht mein hin. Mein Herz. Weint, bis ich dich machen. Wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Darf ich jetzt? Guck mal hier. Jetzt kriegen wir aber ordentlich was Neues. Das hier ist neu. Können wir sogar schon verbessern. Machen wir doch direkt mal. So, hier. Was haben wir denn Neues? Gut, die immer noch, aber gut, die ist unwichtig. Fähigkeitenpunkte, ich will ja das hier verbessern. Dazu brauche ich 3, also brauchen wir noch einen. Stufe 12. Welche Stufe sind wir? Stufe 10, also sollten wir lieber erstmal eine andere Quest machen. Das hier sind unsere neuen Ziele. Ah ne, warte, ich wollte nochmal reingucken hier in die Karte. Stufe 20. Stufe 15. Räche Rixis Schuldiger. Stufe 11. Stufe 10. Wollen wir das hier mal probieren? Ist nämlich gar nicht so weit weg, wenn wir hier rauskommen. Die sieht für mich nicht aus, als ob wir irgendwo zum Hafen kommen. Ah, hier. Wir sollen später wieder einen Weg reinsuchen. Quasi wie der geheime Unterschlupf von früher. Komm, ich rufe mal mein Pferdchen. Geht ein Ticken schneller. Dann ist es auch schon nachtens wieder. Ich will nicht angreifen. Steck weg. Das muss schnell erledigt werden. Ist denn niemand der Sache gewachsen? Willst du von mir? Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins.
Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Okay, ich weiß nicht, ob wir die so schnell machen. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Ob wir das schaffen? Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Ob wir das schaffen? Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Kriegen wir hin. Und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin okay. So glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Werden wir erstmal nicht mehr verfolgen. Das ägyptische Viertel, ja, wo auch immer das ist, ne? Wo sollen wir es denn hinbringen? Weiß ich immer noch nicht. Quest. Okay, dahin. Also genau in die andere Richtung. Mal gucken, was daran so schwer ist. Planänderung, Herakles. Wer? Ja, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Ich bin irgendwie falsch am Platz. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Boah. Du führst das Boot sehr gut. Naja. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Weißt du, wenn du schneller fahren willst... Das wäre in Ordnung. Sieh dir die Stadt an, Magi. Sie muss sehr einschüchternd sein für jemanden wie dich. Na komm hoch. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus genannt. Kopf hoch, Leibwächter. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. So, wo müssen wir jetzt hin? Gute Frage nicht. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara.
Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Was für eine Mission? Die wollte ich gar nicht machen. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Und Stoffe kaufen. Deswegen mache ich jetzt hier doch einen kleinen Break und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die Aufgabe beenden. Deswegen danke fürs Zusehen. Und bis dahin.